und da kann ich nicht dazwischen. Probieren das mal aus. Mal gucken, ob das klappt. So, wir möchten jetzt ist es wieder die Frage, wie rum definiert man das? Definiert man das von dem Button zu dem Text oder von Text zu dem Button? Da bin ich auch immer unsicher, aber wir probieren das einfach mal. Man kann es auch in beide Richtungen definieren, wenn man das will. Das ist in dem Fall jetzt sicherlich nicht so sinnvoll, weil man ja den Button-Text nicht ohne weiteres ändern kann in der UI, aber in anderen Fällen macht das schon Sinn. So, wieder eine kurze Methodensignatur und wir testen das einfach mal. Diesmal hat es geklappt. Ich kann das ja nochmal hier ändern, damit das auch plausibel ist. Oder das hier einfach mal auskommentieren. Wow. Falsch. Ich würde es gerne auskommentieren, aber ich... Warum änderst du die Tastatur nicht einfach auf Deutsch? Weil jetzt oben ist und haben wir keine Flagge, vielleicht nicht sagen. Das könnte ich tun, aber dann sehe ich meine Tasten nicht mehr. Na gut. So, Button, Standardtext, Binding anschalten und schon sollte Berlin da stehen. Also diese Zeile allein verbindet die beiden Objekte hier vorne. Kannst du auch so ein Eingabefeld machen, was direkt verbunden ist auf den Button-Text zum Beispiel? Ich denke, das ist eigentlich der Anwendungsfall. Ja, also ich habe jetzt versucht, das Beispiel möglichst einfach zu halten. Das geht viel komplizierter, das geht auch mit komplexen Objekten, auch mit Eingabetexten. Hm. Kein Problem. Dass du quasi gleich einen eingebauten Event wissen hast. Ja. Das war die Möglichkeit. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar gibt es im Xcode ja den Interface-Builder, mit dem ich Oberflächen designen kann. Und da kann ich auch ein bisschen programmieren oder skripten. Und unter anderem kann ich da auch ein Binding definieren. Das heißt, das hier brauchen wir jetzt wieder nicht mehr. Und ich mache jetzt mal hier den Interface-Builder auf. Und der Interface-Builder hat für jedes grafische Objekt verschiedene Eigenschaften und in dem Fall ist jetzt hier der Titel relevant und über dieses Menü kann ich jetzt hier sagen, ich binde das an die Klasse Application Delegate, da wo wir eben oft dran gearbeitet haben und verbinde an den Titel den Wert von Text und dann starte ich das Programm wieder. Und das war's schon. Das heißt, das, was wir vorher programmatisch gemacht haben, passiert an dieser Stelle genauso. Das ist jetzt ein bisschen grafisch aufbereitet und spart jede Menge Code, macht aber letztendlich dasselbe.
Das war es im Groben schon. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt noch Notifications, die kann man sich so ähnlich vorstellen wie das erste Beispiel. Man kann sozusagen selbst Nachrichten rausschicken, wenn irgendwas passiert, und die dann an anderer Stelle konsumieren. Dafür muss man sich registrieren und kann sich auch nur für das Objekt oder nur für diese Nachricht registrieren. Also da sind schon Filtermöglichkeiten da. Das Schöne dabei bei diesen Notifications ist, dass es ein Notification Center gibt, an das ich mich binde oder an das ich was schicke, und das muss ich nicht selbst implementieren. Das ist sozusagen schon gegeben in der Runtime. Ist aber dann in Endsumme so ähnlich wie das Observer Pattern. Ja, diese drei bis vier Möglichkeiten sind, haben alle ihre Daseinsberechtigung. Also, ja, nicht immer kann man über den Interface Builder so sehr einfach Bindings herstellen. Manchmal benötigt man ja auch das Observer Pattern einfach, um dann noch eingreifen zu können, bevor die GUI aktualisiert wird oder das zweite Objekt. Das heißt, wenn ich wirklich ein Binding aufsetze, habe ich gar keine Möglichkeit mehr, in diesen Fluss einzugreifen. Sprich, also wenn ich jetzt im Textfeld was ändere und zum Beispiel ein anderes Feld da habe, was einfach aus 10 oder viele Zeichen drin sind, habe ich nicht die Möglichkeit, so zu meinem Binding zu bilden. Es gibt bei dem Binding kann man auch noch verschiedene Sachen einstellen, also ob das kontinuierlich aktualisiert werden soll, also wenn, während du tippst, oder dann erst beim Enter. Die Möglichkeiten habe ich schon. Nee, was ich jetzt meine, ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Textfeld quasi, ich weiß zum Beispiel für irgendeine Anwendung, ich darf bloß 50 Zeichen angeben, dann möchte ich ja kontinuierlich mitzählen, wie viele Zeichen schon eingegeben sind, damit der Benutzer nicht zu viel eingibt. Ja. Und deswegen wäre ja praktisch, wenn man auch so ein kleines Textfeld hat, was sich bei jedem Tipp aktualisiert. Vielleicht kannst du es da mit dem Value Transformer machen. Der Value sowas in der Richtung, dachte ich, dass der dann halt quasi diese Zeichenkette in den Int umwandelt. Na, diese Begrenzung, nenne ich sie mal, die löst man eigentlich schon anders. Der Value Transformer dort ist wirklich dafür da, um Werte zu konvertieren. Das heißt, ich möchte eine Zahl anzeigen und möchte aber, dass vor der Zahl, die irgendwo gespeichert ist, noch eine Raute angezeigt wird oder so. Dann kann ich das damit umformatieren. Oder ich mache aus der Zahl, in dem Fall ja, einen String. Und sowas kann ich damit machen, auch mit komplexen Objekten natürlich. Das, was du meinst, lässt sich auch lösen, aber na, vielleicht jetzt nicht über das Binding. Nein, solchen, ich glaube, Data Binding ist, also ich kenne es jetzt nicht in dem Kontext, sondern eher so aus dem Bereich Flex und so. Aber da würdest du Data Binding halt auch in Fällen einsetzen, wo du halt, du hast konkret eine Datenquelle und du willst konkret, wenn es die Datenquelle ändert, dass genau da was passiert, was halt direkt aus der Datenquelle kommt. Und du sparst dir dann halt eben zwei Event-Händler oder so. Ja. Also in C-Sharp gibt es das ja auch. Also ich kenne das Prinzip halt von C-Sharp, ja. Die gehen halt ein ganzes Stück weiter. Okay. Weil da gibt es halt so eine Converters, die müssen halt von einem bestimmten Interface erben, da kannst du jeden Dreck mitmachen. Also das, sowas, was ich gerade schon meinte, ist das Problem, ist möglich. Okay. Gibt es halt in diesem Binding noch diesen Converter mit an, und in dem Converter ist eine kleine Klasse, die den String halt eine Länge umrechnet, zurückgibt und fertig ist. Also die Bindings haben noch Optionen. Ich sage nicht, dass das nicht geht, aber jetzt in dem Beispiel ist die Bindung relativ strikt. Okay. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Das klingt jetzt nicht nach viel, ist aber eins der Grundprinzipien des Frameworks, weil alle Properties, also alle Member, die ich irgendwie nach außen freigebe, über Strings ansprechbar sind. Und dadurch kann ich auf jedem Objekt jede Eigenschaft konsumieren oder ändern oder
überhaupt fragen, ob die verfügbar ist. Und also dieses Key-Value-Observing ist halt inhärent bei Coco. Fragen? Dann nicht. Ach doch.